Kapitel 4. Indem ich versuche, Team Rot ein bisschen zurückzupfeifen und dafür als Dank von Mama ordentlich einen abbekomme, Alex nimmt alle von hinten und das Killhaus ist leider wie immer mies beleuchtet. Ganz leise hört man außerdem von Michi ein Bang aus seiner Lieblingsstelle. Es ist auch meine Lieblingsstelle, aber im Gegensatz zu Michi kann ich da noch drüber gucken, was das noch viel gemeiner macht. Egal, tut nichts zur Sache. Außerdem müssen wir per Videobeweis feststellen, ob Matze ein mieser Highlander ist oder nicht. Aber das müsst ihr euch selbst ansehen. Solltet den mal ein bisschen Raum lassen. Ist ja langweilig. Hey, bleib mal lieber. Lass die mal ein bisschen kommen. Wir sind da im ersten Raum komplett festgebunden. Das, weil hier ist ja schöner, ey. Mach doch die Action hier. Jungs, lass sie mal ein bisschen kommen, ey. Die sind so festgepinnt. Hey, lass sie mal ein bisschen kommen. Die sind total festgepinnt, die Jungs. Geht mal ein Stück einfach irgendwie, dass die mal in den zweiten Raum reinkommen, ey. Das ist doch ätzend sonst. Lass sie ein bisschen näher rankommen. Lass sie mal ein bisschen kommen, ey. Zieh dich mal ein, zwei Räume zurück. Die kommen überhaupt nicht voran, das ist doch langweilig. Die sollen mal da schön den großen Raum stürmen, damit das auch Spaß macht. Die richtige Reaktion. Ja, das ist nicht zum Schießen, oder nicht? Thank you.
Würde ich schon behaupten, also... Ja, behaupten? Ja, wir sehen es auf dem Video. Nachher auf dem Video, genau. Doch, hast du... Er hat dich. Ja, ja. Okay. Habe ich nicht gemerkt. Jo. Hui. Du bist ja schon wieder hier. Was zur Hölle ist denn mit dir los? Ich dachte, du hast graue Haare. Ja. Er geht auch was. Thank you.
Disclaimer. Jeder Schnipsel, auf dem es um dich geht, lieber Zuschauer, soll auch dir gehören. Das hier ist ein absoluter Rohschnitt, also lade das Video gern herunter, schneide dir dein persönliches Action-Video zusammen, zeige deinen Freunden, wie viel Spaß du hattest, aber denk dabei daran, die Rechte der anderen zu wahren. Ich erhebe keinen Anspruch auf dieses Material. Bitte verwende es im Sinne von Airsoft.